Thomas, wie geht es dir gerade? Die Kinder und die Eltern können das Museum gerade nicht besuchen und mir fällt auch die Decke auf den Kopf. Da würde ich gern mal wieder zum grünen Haus hochgehen und schauen, was die Natur im Herbst da draußen macht. Dazu würde ich euch alle gerne einladen. Wollt ihr mitkommen? Heute möchte ich ein bisschen auf Samen und Früchte eingehen und mal sehen, was wir noch finden. Wir sind auf dem Weg hoch zum grünen Haus, aber wir haben hier schon mal eine Eiche gefunden. Und wenn man hochschaut, sieht man, es verfärbt sich schon langsam. Wenn ihr also mal mit euren Eltern in den Wald geht, zu Eichenbäumen, dann werdet ihr feststellen, dass es ganz viele Eicheln dieses Jahr gibt. Das ist nicht jedes Jahr der Fall, aber dieses Jahr haben wir ein sogenanntes Mastjahr, wo alle Eichen sich verabredet haben, möglichst viele Eicheln zu produzieren. Damit tricksen sie ein wenig die Wildschweine aus, die können gar nicht so viele Eicheln fressen und genügend bleiben übrig, um neue Eichen zu bilden. Wie man hier schon sehen kann, kommt eine kleine Ranke aus der Eichel raus. Das ist keine Ranke, sondern eine Wurzel. Hier wächst schon langsam ein neuer Eichenbaum heran. Und wie das funktioniert, können wir besser sehen, wenn wir mal die Eichel aufschneiden. So, ich schneide jetzt mal hier die Eichel auf. An der aufgeschnittenen Eichel sehen wir, dass sie zwei ganz dicke Speicherblätter hier hat. Das sind so richtig dicke Pakete. Die geben der jungen Eiche die erste Nahrung, damit sie auskeimen kann. Dann kommt als erstes die kleine Keimwurzel und dann wächst nachher ein kleiner Stiel nach oben raus und trägt schon die ersten echten Eichenblätter. Damit aber genügend Kraft für diese kleine Pflanze vorhanden ist, wird die Nahrung aus diesen beiden dicken, fetten Speicherblättern aufgebraucht. Und weil das so viel Nahrung beinhaltet, ist es natürlich auch eine leckere Nahrung für Wildschweine und andere Waldtiere. Wenn Same aussieht, kann man auch ganz gut an einer Erdnuss erkennen. Wenn ich die aufmache, besteht die auch aus zwei. Erstmal die Haut abmachen und wenn ich sie jetzt knacke, vorsichtig, dann sehen wir, wenn wir genau hingucken, einen kleinen Keimling und man sieht sogar die kleinen geriffelten Blättchen, die darauf warten, sich langsam entfalten zu können. Natürlich wird die Erdnuss nicht mehr auskeimen, weil sie ja geröstet wurde und deswegen recht gut schmeckt. Mal probieren. Ja. Auf dem Weg zum grünen Haus steht dieser wunderbare riesige Baum. Schaut ihn euch an. Was meint ihr, was das für eine Art ist? Boden schauen, dann können wir schon sehen, was es für ein Baum sein könnte. Und das hier sind alte Bucheckern. Die Samen von den Buchen sehen so dreikantig aus und stecken in diesen Hüllen drin. Und wenn wir uns angucken, was dann im nächsten oder übernächsten Jahr passiert, dann sehen wir, dass hier schon eine kleine Buchenpflanze wieder rauskommt. Die Bucheckersamen haben natürlich auch viele Nährstoffe für die kleinen Pflanzen, die rauswachsen sollen. Und man kann Bucheckern auch selber essen. Allerdings nicht in großen Mengen, sonst könnten sie auch Bauchschmerzen verursachen. Und ich probiere mal, wie die schmeckt. Es geht so. Aber ganz lecker, nussig, wie ein bisschen wie eine Haselnuss. Schon an der Sparrenburg und hier kommt der nächste schöne Baum. Schaut mal, was das sein könnte. Das ist der Spitzahorn. Ahorne verfärben sehr schön ihre Blätter und ihr kennt das vielleicht, dass dann sich die ganze Landschaft verfärbt. Und was ist der Grund dafür? Im Sommer sind die Blätter ja grün, aber es gibt noch viel mehr Farbstoffe im Blatt, die sehen wir nur nicht im Sommer. Und die Farbstoffe sind ja dafür da, um das Licht einzufangen, damit der Baum daraus Nahrung gewinnen kann. Aber im Herbst lohnt sich das nicht mehr. Zu wenig Sonne, zu kalt. Und deswegen fängt der Baum an, seine Farbstoffe wieder selber abzubauen und aufzuessen, um dann am Ende, wenn alle Farbstoffe aus dem Blatt raus sind, das Blatt abzuwerfen. Und wir sehen hier schön, wie sich das nach und nach über von grün zu rot zu gelb verfärbt. Und hier sieht man jetzt auch schon die Ahornsamen. Die kennt ihr vielleicht als Flugpropeller. Die lassen sich wunderbar mal aus dem Fenster werfen oder von der Brücke und dann drehen die wie ein Hubschrauberflügel. Pflanzen, die immer grün sind, sind die Farne. Wir haben hier schön einen Busch. Und diese Urzeitpflanzen, die gab es ja schon zur Zeit der Dinosaurier. Und das sind keine Blütenpflanzen. Und deswegen haben sie auch keine Früchte oder Samen, sondern sie haben auf der Blattunterseite dicht an dicht kleine
Sporangien, das sind Behälter, in denen Sporen gebildet werden. Hier seht ihr die in kleinen Reihen. Und die Sporen sind winzig klein. Trotzdem kann aus jeder Spore eine neue Farnpflanze wachsen. Früchte hat natürlich auch die Brombeere. Leider sind die hier alle schon vertrocknet und nicht mehr genießbar. Aber man könnte immer noch aus den Blättern einen schönen Brombeertee machen. Und dann steht hier noch unser alter knarziger Apfelbaum, der so langsam mit anderen Pflanzen sich vermischt. Und wir sehen überall, hier ist er von alten kleinen Moospflanzen bedeckt. Die sind natürlich jetzt im Herbst, wenn es feucht ist, auch sehr gut aufgehoben. Und es hängen immer noch ein paar schöne Äpfel dran. Einen runterholen noch. Ich sehe hier gerade einen schönen wachsen. Und gleich wupp, haben wir ihn gerettet. Schauen wir mal, wie der Apfel innen aussieht. Schneiden wir mal auf. Und dann sehen wir, dass auch hier wieder Samen drin sind und dass der Apfel eine Frucht ist. Eine Frucht ist eigentlich nur die Hülle für ein oder viele Samen. Und die Frucht ist auch wichtig natürlich, damit die Samen sich verbreiten können. In dem Fall geht es darum, dass Tiere Äpfel essen und die dann die Samen wieder ausscheiden später. Und weil meine nette Assistentin, die Amelie, die ganze Zeit jetzt hier mit gefilmt hat, bekommt sie die größere Hälfte von dem Apfel. Bitteschön. Ihr seht also, auch im Herbst gibt es viel zu entdecken. Also bevor euch zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, kommt lieber mal raus in die Natur und schaut, was ihr selber dort finden könnt. Viel Spaß!